Oh, hi, ich bin Monka, für alle, die meinen Namen noch nicht kannten, inklusive Muni, die hier alles moderiert und keinen Plan von nix hat. Heute gibt's kein Intro, ich möchte euch die Welt aus meiner Perspektive zeigen. Schön, grün und kommt alle her, ich zeig euch, wo es hingeht. Ja, da gab es dann doch noch ein Intro und hier sehen wir schon die schöne Kuhpflanze. Ich bin Moni, willkommen auf meinem Kanal und ich moderiere heute die Folge von Minimis Kanal, von der lieben Sandra und hüpft zu ihr rüber. Sie kommentiert meine Folge. Sie zeigt uns hier ganz schön. Oh, danke für die Info. Das war Monga, für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat. Sie zeigt uns ihr wunderschönes Grundstück und die wunderschöne Nachbarschaft. Also ich muss echt sagen, Christine hat das sowas von mega geil hingekriegt. Das ist so eine fleißige Maus. Und ja, sie hat sich das alles selbst verdient. Und ich finde, sie macht das echt toll für eine Teenagerin, die ohne nichts in, was war's? Willow Creek, glaube ich. Oh Gott, jetzt habe ich fast mich verschluckt an meiner Spucke, sorry. Ja, hier ist sie gerade unterwegs. Auf dem, was ist denn das für ein Festival? Ist das das krasse Späße-Dings? Romantik sieht anders aus, ne? Oder ist es doch das Romantik? Hallo! Das war das Schnittchen vom letzten Mal. Und da ist auch, ja, es sind die zwei Verehrer. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr besser passend finden würdet. Oh Gott, wie rede ich denn? Ihr könnt gerne schreiben, wen ihr besser findet. Oder der besser zu Christine passen würde. So, ich hab's jetzt. Oh Mann, ich habe wirklich den Namen von diesem Festival vergessen. Oder ist es gar kein Festival? Uiuiuiui, da wird Feuer gespuckt. Beide, sie vertragen wohl beide dieses Essen nicht sehr gut. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Hier ist das Lichterfest. Okay, wir gehen jetzt zum Lichterfest. Oh, wie schön. Habt ihr diese Kameraführung gesehen? Ich liebe das total. Also, liebe Sandra, das hast du wirklich toll gemacht. Das gefällt mir so, so, so gut. Danke für diese tollen Eindrücke. Immer so am Anfang der Szenen. Schön. Ja, also am Lichterfest habt ihr gesehen, da schwimmen Lichter auf dem Fluss und hier kann man sich am Bambus, ich glaube, das ist ein Wunschbaum, ne? Kann man Wünsche aufschreiben. Genau. Und jetzt nimmt sie sich hier was. Ich kann es nicht lesen, aber ich glaube, es ist ein Kimono, den sie sich da jetzt kauft. Oh Gott, ich hoffe, ich blamier mich nicht und das ist auch wirklich ein Kimono. Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Und das weiß ich auch erst seit kurzem, dass man diese sich in diesen Automaten da kaufen kann. Das wusste ich gar nicht. Und dieser Bug mit den Fledermäusen ist immer noch da. Ein Feuerwerk. Schön. Und jetzt wird hier am Lagerfeuer gestanden. Oh, Chrissy hat. Schön. Oh, nein, nein. Mach keine Dummheiten, Chrissy. Aber sie hat ihr Kimono nicht angezogen, ne? Hat sie überhaupt eins bekommen? Oh, das macht ja richtig toll. Für das sie sich beim ersten Mal fast abgefackelt hat. Mega. Wow. Gut. Ah, dir gefällt es nicht? Also ich fand's klasse. Also ich glaube, sie hat einen natürlichen Drang, immer zu ihm zu laufen. Oh, es tut mir leid. Jetzt habe ich zwei Folgen nicht gewusst, wie der Hund heißt. Und jetzt Alex? Stand da Alex? Ich kann es ganz schlecht lesen. Und wieder ein Feuerwerk. Aber das hat nichts mit Sandras Künstler zu tun. Oh, beste Freunde. Sondern hier mit meinem Schnittprogramm. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich das besser machen kann. Also müssen wir leider alle damit, ja, leben. Und jetzt wird wieder fleißig im Garten geerntet und gepflanzt. Monka ist auch dabei. Die Kuhpflanze bekommt jetzt was zu fressen. Oh, ich glaube, Monka, ich, oh Gott, ich höre auf zu reden. Monka hat wohl an.
vergesst es. Ihr habt nichts gehört. Ja, auch Entschuldigung für mich. Denn ich kann einfach nicht mehr richtig reden. Die Musik ist toll. Du, 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 du. Ach, schön. Ich find's toll. Ich liebe sowas. Ja. Wenn's nicht allzu schnell ist, dann geht's. Wenn's extrem schnell ist, dann wird nicht schlecht. Aber das geht noch. Also okay, ich guck einfach nicht hin. Das Dach ist grün. Ich glaube, das hat was mit diesem Bewässerungsding zu tun. Wenn man die Dächer grün macht, kann man Wasser sammeln. Oh toll, sie hat ein Glasdach. Richtig schick ist die Chrissy unterwegs. Wow, sie hat ja echt schon richtig tolle kleine Bude da stehen mittlerweile. Ich bin ja absolut nicht neidisch, ne, muss ich sagen. Wow. Aber hat sie sich alles erarbeitet, die Gute, ne? Jetzt kriegt sie echt eine richtig schicke Küche und einen schönen Eingangsbereich, wo man sich hinsetzen kann und essen kann. Oh, schöne Lampen dazu. Was kommt denn da jetzt noch? Eine neue Theke. Schön. Wow. Sie hat eine richtige Küche jetzt da. Brauchen wir noch ein bisschen was im Schlafzimmer? Hauptsache, der Hund hat seinen Raum und mehr in seinem Zimmer stehen als Chrissy selbst. Sie ist sehr tierlieb. So, und der Hund heißt Monka. Moni, es wird mit K ausgesprochen. Nicht mit G. Was hat sie jetzt gemacht? Frösche gezüchtet, wenn ich mich nicht irre. Ach, die Flauschis sind einfach mal vor die Tür geflogen. Die müssen jetzt halt draußen alles einstauben, ne? Was macht sie jetzt? Staubsaugen? Oh, ich hab's nicht lesen können. Das ärgert mich schon ein bisschen. Ich glaube, mit Staubfüttern war's. Genau. Mit Staubfüttern. Oh, cool. Monka ist echt ein hübscher Hund, muss ich sagen. Sehr schön. Was ist das? Was ist das denn? Ja. Okay. Vielleicht kann. Hallo, Benny. Hallo? Erschreck mich doch nicht so, Sandra! Bist du verrückt? Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann Sandra mir ja in den Kommentaren sagen, was dieser Zwerg da zu suchen hat, und dann sagst du einfach mal Hallo. Oh Mann. Oh, warte. Das kriegst du zurück. Naturfreak, Lebensstileffekte. Naturfreaks sind am liebsten draußen und okay, Belohnung hat sie wohl gekriegt, scheinbar. Stets willkommen zu sein bedeutet, dass der Sim sich in den Häusern anderer wie zu Hause bestimmt wie bla bla Hausbesitzer. So, so. Okay, das hat sie. Stets willkommen. Aber jetzt Naturfreak, weiß ich gerade nicht. Sorry. Ich war einfach immer noch abgelenkt von diesem Hallo, Benny. Das ist ein Streu. Nein, Sandra, das. Nein. Nein. Du hast Monka. Oh, die ist aber so hübsch, die Katze. Oh, wow. Die ist wirklich hübsch. Wird da geflirtet und die arme Chrissy steht dazwischen, oder wie? Jetzt wird ein bisschen gejoggt. Oh, Monka ist echt ein hübscher Hund, muss ich sagen. Voll schön. Freut mich echt, dass sie nicht alleine ist. Oh, sind wir schon am Ende angekommen? Das ging ja schnell. Gucken ihr noch zu beim Essen, Hausaufgaben machen. Schön. Ach, ich finde diesen Jingle so toll. Juhu. Okay, ich verabschiede mich dann jetzt doch. Ja, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns beiden gerne ein Abo dalassen. Über einen Kommentar würden wir uns auch sehr freuen. Natürlich auch über ein Like. Und ich verabschiede mich dann auch hier und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergesst nicht, bei der lieben Sandra vorbeizuschauen. Dead father sin is Neba boy. Wabashibi is dumb for round.
Nubu kelka quavu. Ipsana swoot blana blody jow. Nubu kelka flurgu. Crunchy oops la la. Isn't he by boy? May the fleeples are. May they hook annoy. Crunchy oops la la. Seth Favusin. Isn't he by boy?